Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen. Wir müssen jetzt hier die Brieftauben befreien und da stehen wir auch direkt schon auf einer drauf. Oh, hätten wir schon eine befreit, ne? So. Ich wüsste gern, was das wohl für ein Puder ist. Auf jeden Fall ist das kein Zucker, aber es klebt an den Fingern. Vielleicht kann ich es zum Klettern gebrauchen. Ich halte mal die Luft an, wenn Sie reden. Führt eine ganze Reihe von Schlägen aus, um eure Gegner zu betäuben. Sind sie erst K.O., könnt ihr sie am Kragen packen. Heb ihn jetzt an den Füßen hoch. Er wird dann herumgewirbelt und du kannst ihn werfen, wohin du willst. Ja. Ah, vielen Dank. So. So, da hätten wir auch... Los, nur noch 6.000, dann haben wir unsere Zertifikate. Bam, 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 bam. Tot. So. Man kann hier so ziemlich alles sauen. Und man kann hier richtig fein Aggression rauslassen, indem man Römer verprügelt. Und uns fehlen noch 6 Tauben. Die sind dort oben, denke ich jetzt mal. Ah ja. Du musst springen, um dich an den Vorsprung zu hängen. Aber wenn ich dein Freund da wäre, würde ich es nicht versuchen. Das Gebäude könnte nämlich einstürzen. Du kannst auch von der Mauer abspringen, indem du in die entgegengesetzte Richtung schaust und springst. Das ist praktisch für Vorsprünge, die sich hinter dir befinden. Ah ja. Okay, das haben wir jetzt gerade gemacht und befreien jetzt hier die 10 Tauben. Den Sinn von dieser Apparatur verstehe ich jetzt gerade noch nicht ganz, aber naja. So, jetzt haben wir unsere 10 Tauben und können uns dieses Gallizismus-Zertifikat holen. Ihr müsst jetzt noch die Eignungstests ablegen. Geht zu meinem Kollegen. Der erklärt euch, was ihr machen müsst. Okay, vielen Dank, Alter. Ja, so, jetzt gehen wir hier mal fröhlich rüber, hinüber zum Dingens-Typen, Eignungstests-Typen. Und zahlen hier erstmal hier die kleinen Teile. Die Helme gelten sozusagen als Währung hier. Aha, die gallische Delegation. Na, dann wollen wir mal sehen, ob ihr fit für die Olympischen Spiele seid. Es sind nur ein paar kleine Tests. Hineinspaziert. Ein Inspektor wird euch drinnen alles erklären. Was wollen die wissen bei diesen Tests? Ob wir das passende Profil haben? Profil? Das griechische Profil? Nicht doch, das gallische Profil. Ich verstehe gar nichts mehr. Na komm, du wirst schon sehen. Was ich gerade sagen wollte, für die Helme können wir uns neue Fertigkeiten kaufen. Das ist ja lustig. Von außen sah das doch viel kleiner aus. Gallia, seid bereit. In jedem Raum findet ein Test statt. Ich schaue euch von oben zu und erkläre euch jeweils auch, was zu tun ist. Das Prinzip ist einfach. Besteht ihr alle Prüfungen, dann seid ihr geeignet. Also, viel Glück. Ihr könnt aus dem Eignungstest aussteigen, aber wenn ihr eine Prüfung mittendrin abbrecht, müsst ihr wieder von vorn anfangen. Ah ja. Okay, ich war gerade nicht beim Mikrofon. Dingens... Gedöns, ich wollte gerade was sagen. In diesem Raum ist die Aufgabe leicht. Bahnt euch einfach einen Weg bis zu der gegenüberliegenden Tür. Nun denn, zeigt, was in euch steckt. Hast du gehört, Obelix? Er will, dass wir ihm zeigen, was in uns steckt. Aber ich hab doch noch gar nicht gefrühstückt heute. Naja, probieren wir. Ich hatte vorhin ins Mikrofon gepustet. Gerade habe ich ins Mikrofon einen sehr lauten Ton gesagt. Also das ist klingt manchmal ein bisschen komisch. Ja. Und einer von euch muss in die Kabine der Seilbahn steigen und der andere zieht dann am Seil, um die Seilbahn auf diese Weise ans Ziel zu bringen. Aber Vorsicht, wenn ihr allzu heftige Bewegungen macht, kann das Gerät kaputt gehen. Also ist ein wenig Feingefühl vonnöten. Hast du verstanden, Obelix? Feingefühl? Ja doch, bin ja nicht taub. Ja.
muss man ihm immer extra mal sagen. Weil Obelix, ne, Türen öffnen und so anklopfen, kennt man ja. Wenn du mich loslässt, flitze ich von allein los. Ah, schön. Ich denke, du kannst mit dem Seil in der Hand springen. Und wenn Feinde kommen, hau sie weg. Aber lass das Seil nicht los, wenn's geht. Und jetzt ziehen wir hier mal die Teil auf. Und da ist das Tor auch schon offen. Und da können wir durch. Aber erstmal hier die Scheiße noch verprügeln, damit wir Helme bekommen. Ne? Geldgeil und so, ne? So. Auch schöne Gemälde hier an der Wand. Da machen die Griechen richtig Party. Und jetzt müssen wir hier das nächste Tor öffnen. Um die Tür zu diesem Raum zu öffnen, müsst ihr gleichzeitig die drei Platten aktivieren. Mal sehen, ob ihr auch Köpfchen habt, Gallia. Na klar, es sitzt auf meinem Hals, also sollte jeder haben, denn sonst wäre es ein bisschen ungünstig. Ja, und zwar müssen wir hier oben den hier hinstellen. Und zwar, indem wir ganz oft hintereinander schlagen drücken. So, und das wäre... Ah, nein, das wollte ich nicht. So. Und... Zack. Ich weiß nicht, ob das auch scheißegal hätte sein können. Aber naja. Jedenfalls ist das jetzt hier offen und wir können wieder raus. Na? Was haltet ihr von diesem Profil? Gefällt's euch? Oh, ja, ganz wunderbar, in der Tat. Ich habe die Organisatoren informiert. Die Beglaubigung müsste bald fertig sein. Bitte begebt euch jetzt zum Haupteingang. Ja. So, damit wären wir auch schon im olympischen Dorf, so gesehen. Ja, Idefix hier ist in diesem Spiel sehr wichtig, denn der gibt Tipps, wo man aus eigener Initiative manchmal überhaupt nicht zurecht wüsste. Zumindest ich hier. Weil... Und so. Ne? Jetzt ja alles erstmal zu kloppen. Aber das reicht. Gut gemacht, Freunde. Endlich können wir uns das olympische Dorf anschauen. Wie? Du wagst es, mich nach einer Beglaubigung zu fragen? Weißt du nicht, wer ich bin beim Jupiter? Weißt du nicht, wer ich bin? Nö. Kenn ich nicht. Soll ich dich vierteilen lassen? Ist es das, was du willst? Du weißt, dass das ziemlich wehtut, das Vierteilen. Au, verzeih, großer Brutus, Sohn des großen Cäsar. Ich... au, verzeih. Schon besser. Also auf Bewegung, Leute. Es geht los. Und ihr müsst nicht jedes Mal dazu sagen, Sohn des Cäsar, wenn mein Name fällt. Das ist nervig. Beiseite, Leute. Brutus, das ist Brutus. Oha, wieder Blix. Dein Rivale benimmt sich wie ein Wildschwein. Vergessen wir die traurige Gestalt. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun. Oh, wieder ins Mikrofon gepustet. Und schon wieder. Mist. Asterix, du und Obelix, findet bitte raus, wo er steckt, dieser Dr. Mabus. Und du, Widerblix, sei so gut und beginne unverzüglich mit dem Training. Der Wettkampf wird hart und... Miraculix! Faser Optix! Fehler der Matrix! Guck in Divix! Was führt euch nach Olympia, meine lieben Freunde? Gewiss dasselbe wie dich, Miraculix. Irgendwas geht hier vor. Komm, Obelix, wir haben zu tun. Und Obelix steht natürlich mit der Bat daneben und guckt wie blöde aus der Wäsche. Da
seid ihr ja. Ich habe Dr. Omabus aufgespürt. Sein Schlupfwinkel ist da hinten, hinter den drei roten Zypressen. Gute Arbeit, Sam. Gehen wir. Wartet. Es führt zwar vom Olympischen Dorf aus ein Weg dorthin, aber wenn ihr ihn nehmen wollt, müsst ihr durch dieses große Tor da drüben. Ach so, wenn's nur das ist. Nein. Wenn ihr sie kaputt macht, werdet ihr sofort von den Spielen ausgeschlossen. Disqualifiziert. Was sollen wir dann tun? Das Tor lässt sich durch einen Mechanismus öffnen, der über drei Fackeln funktioniert. Wenn sie aus sind, ist das Tor verriegelt. Und um sie anzuzünden, gibt es einen Trick, nehme ich an. Ja, man muss dazu bei den Ausscheidungskämpfen den Sieg davontragen. Obelix, mir scheint, jetzt wird es langsam brenzlig. Bieten wir dem Schicksal die Stirn? Ah, jetzt, wo ich das Profil habe, biete ich allem die Stirn. Okay, aber zuerst holen wir erstmal hier den Schild und damit wird sich unsere Lebensanzeige vergrößern. Und ja, ich würde mal sagen, wir speichern ab. Guten Tag. Erzählt mir von euren Heldentaten. Ich schreibe sie nieder. Ja, natürlich will ich speichern. Wenn ich hier schon mal stehe, dann will ich auch speichern. So, und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit den Ausscheidungskämpfen. Tut mir leid, wenn die Folgen ein bisschen kurz sind, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so einen Wettkampf... Ach komm, einen Wettkampf machen wir. Guten Tag, gallische Athleten. Ich bin Elchtes, Schiedsrichter der Olympischen Kämpfe. Wenn ihr an einem Kampf teilnehmen wollt, dann meldet euch bei mir an. Auf diesem Schild könnt ihr nachsehen, welchen Rang ihr einnehmt. Obwohl, nee. Ich will euch ja ein bisschen auf die Folter spannen und ein bisschen Cliffhanger, ne, und so. Und deshalb machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal bei Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen.